Ja, man muss erstmal gucken, welche Ebene man nimmt. Ja? Irgendwo muss man halt anfangen. Ja? Hier sind aber auch eine Menge Steine im Weg. Der Mauszeiger scheint ja aber auch hier zwischen den einzelnen Objekten hin und her zu springen. Sieht er? Das ist echt geil gerade. Weiß ich jetzt nicht, ob das insgesamt irgendwie noch besser wird. Ja, das werden wir dann sehen, ne? Boah, liebe Leute. Warum das hier auf diesem Planeten so ätzend ist mit den Glätten, weiß ich jetzt aber auch nicht. Er mag nicht gern geglättet werden. Das kann es wohl sein. Ihr seht ja, wie das hier immer hin und her springt zwischen den Pylogonen. Ja, ist sehr interessant. Also das Raster hier macht mir halb irre hier so. So geht's glatt zu bewegen, seht ihr ja. Also kaum gehe ich hier in diesen Modus hier. Ja. Ja, müssen wir mit leben. Ob ich will oder nicht. Ich werde sowieso nicht gefragt. Ich will noch ein bisschen mehr Glättung rein. Ja, das sind halt die widrigen Umständen auf anderen Planeten, ne? Also langsam kriege ich eine Glättung. Stück für Stück. Muss halt öfter so mal ansetzen, damit das sauber nimmt irgendwie mal. Höhe ab, höher wird's glatt. Jetzt kommt schon der Sturm. Super. Jo, Sturm ist incoming. Das heißt, wir müssen gleich erstmal in Sicherheit. Den werden wir öfters haben, den Sturm. Weil Wüstenplanet und so. So, schnell mal erstmal in Sicherheit. Spiel wird gespeichert, das ist sehr schön. Okay. Schauen wir mal. Wie sieht's aus? Oh, yes. Tschubidubidu, der Wind, der ist hier ganz wie im Nu. Es windet so herum. Oh, hier kommen gar keine Kisten, hier kommen so Stachelkugeln. Okay. Stachelkugel incoming. Noch eine Stachelkugel. Noch eine Stachelkugel. Okay. Tschau. Oh, da kam mir gerade so eine Stachelkugel entgegen, dass ich nicht mal gesehen habe. Okay. Gleich müsste es aber vorbei sein. Da liegen jetzt eine Menge Stachelkugeln rum, war da. Ob ich die erforschen kann, weil die einfach so rumliegen da?
Da ist auch wieder einer gerade. Der weiß. Ich nicht. Boah, wie lange fliegen jetzt die Kugeln hier wieder rum? Kann das bitte mal aufhören? Da ist noch eine. Noch eine. Das hört jetzt ja nicht mehr auf hier, oder was? Tja. Kann das hier mal bitte aufhören? Die hängen jetzt da einfach so rum, oder was? Ist das ein Bug, oder ist das normal? Scheint auch generell windig zu sein, so ein bisschen. Ich finde das hier gerade sehr unfreundlich, was hier passiert. Lieber Wind, hör bitte auf damit. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. So, machen wir mal so. Der war gerade sehr nah bei mir dran, ne? Machen wir es mal so, dass wir hier ein bisschen sauberer raufkommen. Ihr wisst ja, Safety first und so weiter. So, okay. Irgendwie scheine ich hier noch keine saubere Glättung reinzukriegen. Jetzt wird's langsam wohl. Nein, es hört hier gar nicht auf mit dem Wind hier. Was ist das hier für ein Mist hier? Der kriegt keine saubere Glättung hier rein. Versteht ihr das nicht? Ah, willkommen zurück, Sparkling. Hallöchen. Wir befinden uns jetzt übrigens auf einem neuen Plani. Ja? Der gute alte Exos hat es geschafft, jetzt auf den neuen Planet zu kommen. Ich kriege hier keine saubere Glättung auf den neuen Planeten rein. Ich bin sogar fast am überlegen, ob wir es auf dem Planeten einfach mit der Glättung sein lassen. Der Heimatplanet muss noch schön aussehen, oder? Ich weiß das nicht. Was denkt ihr darüber? Jo, dann kapseln wir das Ding mal hier. Was soll's. Ich höre dir mal zu und spiel selbst im Hintergrund. Ah, okay, 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 okay. Bin schon sehr erstaunt, dass es Leute gibt, die mir freiwillig zuhören. Gut, der wird gekapselt da. Also frag durch, wenn was ist. Okay, okay, okay. Stellt sich die Frage, was soll ich jetzt fragen? Was kann man dafür Fragen stellen? Hm. Das ist immer eine sehr gute Frage. Hallo, ich habe meine Frage, aber ich weiß nicht, wie sie stellen soll. Oder was ich stellen soll. Ja. So, dann bauen wir den mal hier auf. Ich guck mal, welche Richtung... Oh, der ist sogar in eine richtige Richtung aufgebaut. Das ist ja schon mal fast ein Wunder. So, dann ist der schon mal verkapselt. Der ist verkapselt, da ist der andere Ausgang. Dann bauen wir da den nächsten. Wow, Kugeln ohne Ende. Jetzt möchte ich aber eine sehr erotische Stimme von dir hören. Ich weiß nicht, ob das funktioniert mit meiner Erkältung, die Resterkältung, die ich noch so drin habe. Erotische Stimmung, Stimme jetzt mit meiner Stimme. Ist eine Herausforderung.
Ist wirklich Julia eine Herausforderung. Weiß gar nicht, ob das geht. Oh, auch richtig rum, auf Anhieb. So, auch verkapselt. Dann haben wir unseren Drucker. Drucker, Drucker, Drucker. Wer ist dann da? Oh Gott, die Kugeln hier machen mir aber echt irre Angst. Ist das das richtige Teil? Ne, ist das ein Forschungsteil? Ich habe jetzt gar nicht das Hydrazinwerk gebaut. Na gut, dann ist das dann erstmal das Forschungsteil. Das ist jetzt auch nicht schlimm. So, dann kommt hier der Drucker auf der eine. Er holt sich kurz was zum Trinken. Jetzt ist mir gerade was runtergefallen. Das ist natürlich weniger schön. Das ist der kleine Fabrikator. Ja. Der kleine Fabrikator. Es kommt schon wieder Sturm. Der Planet gefällt mir nicht. Hier ist immer schlechtes Wetter. Warum muss hier so schlechtes Wetter sein? Ich weiß es nicht. Kann ich das eigentlich von innerhalb auch so benutzen? Nö, das geht nicht. Ah, der Sturm scheint an uns vorbeizuziehen. Das ist okay. Das ist... Damit kann ich leben. Ne? So, passt mal auf. Wir machen das hier mal... Hier hinter die Dinger. Oder den jetzt gelassen? Ach, da. Oh, Leute, macht mir das bitte hier nicht so kompliziert hier. Na gut, machen wir es so. Mittelgroßer Fabrikator. Ach so, der druckt das Teil. Er hat keine Energie. Oh Gott, ey. Das Spiel weiß schon, einen echt zu rippen. Ne? Das ist ja echt geil. Ja. So, pass mal, wir machen das hier mal rauf. Dann kriegt er nämlich die Strömlinge. Weil hier an der Seite kriegt er die Strömlinge gar nicht rein. So. Mittelgroßer Fabrikator. Go. Wird gebaut. So. Dann kann nämlich der kleine Fabrikator erstmal hier an der Seite. Oh Gott. Ach, den kann ich sogar so ankapseln. Warte mal. Dann machen wir den einfach mal hier hinten ran und dann ist okay. Well done. Thank you. Genau, jetzt haben wir den mittelgroßen Fabrikator hier gebaut. Was kann denn der jetzt für uns spawnen? Der große Plattform, ja. Mittelgroßer Drucker, Schmelzer, Hydrazinkanalisator, Forschungskammer, Treibstoffkondensator, da brauche ich den Kupfer. Große Plattform, da brauche ich zweimal Harz. Was habe ich denn für Rohstoffe jetzt hier dabei? Die Batterie. Passt mal auf. Die Batterien will ich dann gerne mal hier herandingsen. Ja, damit er hier die Batterie, ne? Sehr schön. So, dann ist jetzt schon mal das Safe dran. Hier haben wir unseren blöden Nupsi. Wo ich dann halt auch sagte, ja, sehr schön. Was hat er gesagt? Harz. Ich und mein Harz. Harzi. So, einmal Harz und das Ganze nochmal, weil es so schön war. Nochmal ein Harz. Sehr schön. Dann kannst du das Ganze mal printen. Danke sehr. Go. So, was haben wir denn jetzt hier noch drauf? Wir haben das große Lager drauf. Wir haben hier noch jede Menge Gemische. Gemische, Gemische, Gemische. Okay, sehr schön. Das haben wir soweit alles. So. Oh, mein Rücken, der bringt mir echt noch um. So, da haben wir einmal die Plattform. Drehen wir mal die Plattform.
Benutzen wir mal die Plattform. Verankern wir mal die Plattform. Jetzt muss ich mal gucken, wegen dem, Aua. Das ist echt übel hier. So, also, was wollte ich jetzt machen? Stimmt. Plattform, nein. Drucker, nein. Schmelzer. Hydrazin, wo ist der Treibstoffkondensator? Mist, der braucht der Kupfer. So, passen wir auf. Wir besorgen uns erstmal Material. Irgendwo hatte ich ja noch was gehabt. Mal kurz mal was gucken. So, da ist jetzt nur noch das Zeug drauf. Kann ich das Ding eigentlich daran verkoppeln? Boah, die sehe ich ja nicht viel. Da will ich es nicht verkoppeln, weil er dann sich sonst immer bedient. Da passt der nie ran. Das ist die Forschungskammer. Da kann ich es ruhig hinmachen, da stört es nicht. Sehr gut. Okay, das heißt, was wollte ich jetzt machen? Kupfer brauchten wir. Wie viel von den Nupsis habe ich? Hier ist nochmal eine Batterie, Energiezellen. Wo können wir denn die nochmal hier hinsetzen? Da können wir die da mal mit hinsetzen. Da sind nochmal Energiezellen. Da haben wir Nupsis, Nupsis, Nupsis. Hier haben wir nochmal Gemisch. Können wir ja behalten, ist schön. So, welche Richtung wollen wir gehen? Ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal in diese Richtung straight. Und dann gucken wir mal, dass wir irgendwie eine Höhle finden, wo wir dann eben die Gemische oder beziehungsweise Kupfer kriegen. Wenn ich dann irgendwann unter eine Höhle komme, dann hört das ja mit diesen blöden Kugeln dann auf. Oh, dieser Planet ist so unfreundlich zu mir. Muss ich auch immer so gucken, wo sehe ich eventuell auch was. Da hinten ist irgendwas. Mal sehen, was das sein könnte. Nix. Schade. Was ist das da oben drin? Einfach nur so ein Stein. Okay. Gibt's hier denn echt gar nichts? Was ist das da? Das ist für Titan. Ja, wenn wir mal Titan brauchen, wäre ja nice, wa? Oh, oh, da sollte ich ein bisschen aufpassen. Ich bin wieder sehr nah dran gewesen. Oh, da haben wir eine Forschung. Okay, Forschung nehmen wir mal mit. Oh ja, rolling, rolling, rolling. Wird wieder Zeit, dass es langsam Tag wird. Ja, es wird, damit es ein bisschen freundlicher aussieht, damit ich ein bisschen noch was sehe, ja? Nee, mir gar nicht so verkehrt. Dann stellt sich die Frage... Also wir haben ja auch Wind. Theoretischerweise könnte ich dann auch was mit Wind bauen. 1200 noch was. Ja, okay, machen wir mal an. Windkraftwerk. Wind, Wind, Wind. Aluminium habe ich jetzt nicht hier. Ja. Aluminium. Das ist hier nochmal Titan. Oh, Windgeräusch. Gefällt mir gar nicht.